Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung mit mir. Ich habe euch heute ein schaurig, lustig, süßes Kinderbuch mitgebracht. Doch dazu kommen wir gleich. Hier oben steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt ein Buch zeige. Das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle Links, alles was ihr benötigt. Ihr müsst also nichts mitschreiben. So, und dann starten wir auch schon direkt und sofort mit Scary Harry von allen guten Geistern verlassen. Und ihr seht hier Scary Harry, den lustigen Sensenmann mit dem Schmetterlingsnest. Ihr habt hier Emily und ihr habt hier Otto. Und Otto lebt im Radieschenweg bei seiner Tante. Und er beobachtet gerne die Nachbarschaft. Und was passiert jetzt drüben im Garten? Da steht sein lieber Nachbar, kippt auf einmal um und fällt in sein Radieschenbeet. Und er rührt sich nicht. Und das ist völlig ungewöhnlich. Er ruft einen Krankenwagen. Aber bevor der Krankenwagen kommt, kommt er hier. So ein Typ mit einem Schmetterlingsnetz und fängt so eine kleine Kugel, die leuchtet, direkt über dem Nachbarn schwebt. Da stimmt doch was nicht. Und Otto hat sowieso eine Gabe. Er hat die Gabe, Geister zu sehen. Und in dem Haus seiner Tante gibt es gleich drei. Die eine wohnt mehr oder weniger in der Waschmaschine, weil sie es toll findet, eben bei 1600 Umdrehungen da durch die Gegend gewirbelt zu werden. Der eine sitzt im Kühlschrank und futtert sich durch. Und der dritte sitzt im Staubsaugerbeutel. Warum auch immer er sich diesen Platz ausgesucht hat. Und dann gibt es natürlich noch diese Fledermaus. Das ist das Haustier von Otto, eine sprechende Geisterfledermaus. Ja, und dann wird es so ein bisschen spannend. Es wird ein bisschen gruselig. Ihr habt dann halt Scary Harry, den Sensenmann. Ihr habt einen Freizeitpark, der so gruselig ist wie kein anderer mit echten Geistern. Es ist ein Kinderbuch. Also es ist jetzt keine All-Ager. Wenn ihr es mit euren Kindern lest oder ihr sagt, okay, ich habe wirklich den Kopf so voll, ich will was ganz super Leichtes, ist Scary Harry mit Sicherheit auch für euch, ich will nicht sagen wirklich lustig, aber amüsant zu lesen. Mir hat es ganz gut gefallen, aber ich denke, Scary Harry und ich, wir haben jetzt eine Bekanntschaft zusammen gemacht und ich finde ihn für mich persönlich nicht gruselig genug und ich gucke dann lieber nach richtigen Geisterjägern. Aber zum Lesen mit Kindern ist das wirklich sehr, sehr süß. Ihr habt auch überall noch kleine Illustrationen. Da habt ihr hier den Eingang von Scaryland. Ja, also wenn ihr Kinder habt, die es gerne ein bisschen spooky mögen und ein bisschen lustig, dann seid ihr bei Scary Harry absolut richtig. So, und das war's von mir für euch. Bis zum nächsten Mal. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen hoch und vor allen Dingen besucht uns doch auch mal auf unserem Erstkanal. Da haben wir alles rund ums Buch, da findet ihr Lesemonate, TBRs, Vlogs und jede Menge, alles was uns da einfällt, was wir mit Büchern anstellen können, das findet ihr dort. Ja, und wir würden uns sehr freuen, euch auch dort begrüßen zu können.